herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und freue mich wie immer sehr, dass ihr hier vorbeischaut. Heute habe ich ein kleines Anleitungsvideo für euch. Und zwar geht es um eine herbstliche Geschenkverpackung. Diese kleine Eichelnverpackung möchte ich gerne heute mit euch basteln. Hier mit einem Deckel. Und zwar war das Bestandteil unseres Instagram-Hops von meinem Team Kreativstempel. Da hat sich die Ellen von Stempelgrüße Hassfort gewünscht, ein herbstliches Geschenkset, also eine Karte und eine Goodie-Verpackung. Ja, und dann habe ich diese schöne Verpackung für euch mitgebracht. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die basteln könnt. Geht ganz einfach und ja, macht unglaublich was her. Gleich geht's los, ich schalte um auf meinen Basteltisch, bleibt also dran. Ja, ihr Lieben, da seht ihr nochmal dieses Geschenkset, was wir bei unserem Instagram-Hop, was ich da gewerkelt hatte, was ich euch gezeigt habe. Und zwar ist das hier diese kleine Minikarte, die ist 10x10 cm und ich finde sowas immer ganz süß als kleine Beilage. Und ich dachte mir auch, für das kleine Goodie da jetzt eine große Karte, da passt das so besser. Ja, wir basteln aber heute zusammen diese kleinen Eichelnverpackungen mit diesem Deckel hier. Und wie das geht, möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Hier könnt ihr eine schöne kleine Praline reinpacken. Oder ein kleines Tütchen Gummibärchen müsste man aber, glaube ich, auch zusammenknüllen. Also das ist eher für so ein kleines Stückchen eingepackte Praline, was auch immer. Und das ist allerdings nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe diese Verpackung gesehen. Und zwar, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ich glaube Nadine Kreativ. Ich schreibe euch das unten in die Infobox rein. Und da habe ich das nachgebastelt, habe das für mich ein bisschen angepasst. Und ja, danke liebe Kollegin für diese tolle Idee. Ich glaube, sie hat sie auch nicht von sich, sondern hatte die auch von einer anderen. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Also ich schreibe euch das unten in die Infobox rein. Und wir werkeln jetzt zusammen diesen kleinen Eicheln, also eine Verpackung. Und ich zeige euch, wie das geht. Ja, ihr braucht gar nicht viel dazu, das ist auch schon alles. Und zwar solltet ihr euch ein paar Farben aussuchen, die euch gefallen. Ich habe jetzt hier als Farbkarton einmal genommen Kupferbraun von den neuen InColor Farben und für den Deckel habe ich genommen das wunderschöne neue Designerpapier aus dem Mini-Katalog und zwar herrlich herbstlich. Da gibt es auf der Vorderseite diese schönen Foto-Designer-Papiere. Habe ich euch schon mal in meinem Papier- und Bändersharing-Video alles gezeigt. Ganz, 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 ganz tolles Papier, wie ich finde. Und die Rückseiten haben hier diese schönen geprägten Muster. Und da habe ich mir jetzt hier für den Deckel das ausgesucht. Bei dem Video von meiner Demo-Kollegin war das umgekehrt. Sie hatte das Unterteil aus Designerpapier und den Deckel aus Farbkarton. War mir etwas zu lapprig für eine Praline, die ja doch ganz schön Gewicht haben kann. Drum habe ich es umgekehrt gemacht. Ich habe jetzt den Boden aus Farbkarton gemacht und den Deckel aus Designerpapier. Könntet ihr aber auch mal umgekehrt probieren, so wie es da gewesen ist. Ja, und dieses schöne Designerpapier stammt aus der niegelnagelneuen. Ja, und zwar stammt es aus dem neuen Mini-Katalog, der jetzt am 6. September gestartet ist, auf Seite 42-43. Und zwar stammt das aus der neuen Produktreihe Herrlich Herbstlich. Und hier habe ich auch Stempelset-Stanzformen verwendet, aber dazu später mehr. Wir starten jetzt mal mit der Grundverpackung und zwar hier unten mit dem Unterteil und dafür braucht ihr einen Farbkarton in den Maßen 13 x 5,5. Wenn wir den fertig zugeschnitten haben, sieht er so aus. Entschuldigt bitte, das ist mein Muster, was ich mir erstellt habe. Ja, und das wird dann zusammengefügt. Also 13 x 5,5 cm und das Ganze wird jetzt einmal gefalzt. Und zwar falzen wir einmal auf der kurzen Seite. Das ist die 5,5 cm Seite und zwar bei 2,5 cm.
jetzt dreht ihr das einmal auf die lange Seite und jetzt falzen wir alle 2 cm. Und zwar, wir beginnen bei 2 cm. Arbeitet ihr hier schön genau bitte. Umso schöner wird die Schachtel nachher. 4 cm. 6 cm. 8 cm. 10 und 12 cm. So, so sieht dann unser Papier aus. Wir haben jetzt hier einmal diese, an der einen Seite diese 1 cm Falz, das wird unsere Klebelasche nachher. Und jetzt haben wir hier in dem, an der kurzen Seite diese Längsfalz und jetzt haben wir rechts etwas größere Rechtecke und links etwas kleinere Rechtecke. Und wir machen jetzt die nächsten Schritte in den etwas größeren Rechtecken. Die legt ihr euch so, dass die oben sind, die etwas größeren Rechtecke. Und jetzt müssen wir jeweils in der Mitte der etwas größeren Rechtecke am oberen Rand, also an der langen Seite, in der Mitte eines jeden Rechteckes, die Klebelasche hier könnt ihr auslassen, sondern immer nur in den Rechtecken eine Markierung in der Mitte machen. So, dazu könnt ihr euch jetzt entweder, die sind ja immer 2 cm groß, alle 2 cm hier abmessen und in der Mitte eine Markierung machen. Und dann weiterrutschen ins nächste. Ich mache das vereinfacht. Ich lege mein Lineal. Hier links ist die Klebelasche. So, jetzt einfach an die erste Senkrechtlinie. Ne? Links davon liegt die Klebelasche. Lege da meine 0 an. Und jetzt kann ich einfach durchfalzen. Nicht falzen, sondern Markierungen setzen. Und zwar mit der kleinen Kugel von meinem Falzteil. Ihr könntet es auch mit einem Falzbein machen. Und mache jetzt hier eine Markierung bei 1, bei 3, bei 5, bei 7, bei 9 und bei 11. Weil dann bin ich nämlich auch genau in der Mitte. Ne? Also weil das ist ja hier quasi alle 2 cm gefalzt. Entweder macht ihr so, wie ich es jetzt gemacht habe, oder ihr macht hier einfach von jedem Rechteck die Mitte, nämlich bei 1 cm und rutscht einfach immer weiter. Ja, so, jetzt haben wir hier diese Markierungen. Jetzt nehmt ihr euch eine weiche Unterlage. Ich nehme dazu immer mein Stempelunterlage. Und jetzt muss ich hier in diesen, wir sind immer noch in den größeren Rechtecken, muss jetzt hier einmal von der rechten Ecke, von diesem Quadrat, also wir arbeiten nur in den oberen größeren Quadraten, von der rechten unteren Ecke, eine Falzlinie ziehen hier hoch zur Markierung. Das machen wir jetzt in jedem Rechteck. Einfach von der rechten unteren Ecke nach oben zur Markierung eine Falzlinie ziehen. Macht das bitte ziemlich genau, weil desto schöner und gleichmäßiger wird nachher eure Verpackung. Und zwar werden das nämlich unten von der Eichel diese Ecken. Ich zeige es euch gleich. Das hier, ne, falzen wir jetzt, dass wir hier unten eine Spitze haben. So, jetzt sieht es so aus, also ihr habt immer von der unteren rechten Ecke, falls die Klebelasche ausgelassen, bis zur Markierung hochgezogen. Jetzt machen wir das genau umgekehrt, nämlich von der linken Ecke zur Markierung hoch, sodass ich dann hier diese Dreiecke bekomme. Ich drehe mir dazu mein Papier rum, weil dann tue ich mich leichter. Also von der linken unteren Ecke eine Falz nach oben ziehen, sodass ich dann in diesen größeren Rechtecken hier oben kleine Dreiecke bekommen habe. Ja, seht ihr das? Also ich habe jetzt hier quasi hier oben meine Markierung und habe von dem linken unteren Eck zur Markierung hoch und von dem rechten oberen Eck zur Markierung hoch und das in jedem Feld. So, und jetzt können wir das Ganze auch einmal nachfalzen. Das heißt, ihr falzt jetzt erstmal die Grundlinien, die wir ganz am Anfang gemacht haben, einmal die in der Mitte von der kurzen Seite, dann falzt ihr einmal diese geraden Falzlinien durch. Und als nächstes macht ihr jetzt nur diese kleinen Schrägen hier. Und zwar einmal nach hinten knicken. So. Na, also nur diese Schrägen von diesen Dreiecken hier
einmal nach hinten knicken. Die Zwischenlinien, diese Geraden, müsst ihr nicht falzen, weil das ist gleich unsere Linie zum Schneiden. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Ihr habt hier oben noch diese geraden Teile, wo wir nichts gefalzt haben. Hier haben wir die Klebelasche und hier haben wir unsere Dreiecke. Und jetzt müssen wir schneiden. Und zwar schneiden wir als erstes hier an der Klebelasche. Ihr habt jetzt hier diese Klebelasche seitlich und habt oben das eine Teil, wo die Reihe ist, wo keine Dreieckfalzungen sind. Und an diesem Teil könnt ihr hier an der Senkrechtfalz einmal nach oben schneiden, beziehungsweise könnt ihr diese Klebelasche hier, was unsere Klebelasche wird, die hier links leicht einschrägen. Ja? So. Und jetzt dreht ihr das wieder auf die lange Seite und jetzt schneidet ihr nicht an der Senkrechtfalz bis zur Querfalz, sondern ihr schneidet jetzt hier an dieser schrägen Dreiecklinie, und zwar ganz genau an dieser schrägen Dreiecklinie bis hoch zur Querfalz. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, so. Das ist die Seite mit der Klebelasche. Weiter geht es mit der nächsten Senkrechtfalz. Wir haben hier zwischen den beiden Dreiecken eine Senkrechtfalz. Und die schneidet ihr jetzt einmal gerade nach oben bis zur ersten Querfalz. Dann sieht das so aus. Und an dem nächsten Dreieck schneidet ihr hier wieder genauso wie hier die Schräge einfach gerade ab. Bis zur ersten Querfalz. Seht ihr das? Und jetzt entsteht hier eine Klebelasche. Und so machen wir jetzt weiter. Ihr geht zur nächsten Senkrechtfalz, die in der Mitte von den beiden Dreiecken ist, schneidet hoch bis zur ersten Querfalz. Das links vom Dreieck bleibt stehen, das wird unsere Klebelasche. Und beim anderen Dreieck schneidet ihr immer, also rechts vom Dreieck, genau an der Schräge, das ab. Und die linke Seite bleibt immer stehen als Klebelasche. Ja, könnt ihr das sehen? Ja, ne? So, und so macht ihr jetzt bis zum Ende vom Papier. Einmal die Querfalz, die Senkrechtfalz hochschneiden bis zur Querfalz. Und links das Dreieck wegschneiden. Und das bis zum Schluss. So, und dann habt ihr euer Papier fertig. Ihr habt jetzt hier 5 Dreiecke rausgeschnitten. Und die könnt ihr wegwerfen. Und der Rest bleibt so stehen. Also wir haben immer eine Klebelasche am Dreieck. Und die andere Seite ist frei. Ja? Und jetzt könnt ihr das einmal umdrehen und eure Klebelaschen gründlich hier nach hinten falzen, bis ins Eck hinein. Richtig schön gründlich nach hinten, also quasi in die Innenseite hinein falzen. So. Und dann sieht es so aus, wir haben hier die Klebelaschen und hier unsere Dreiecke. Und jetzt können wir das Ganze zusammenkleben. Ihr nehmt euch also einen Flüssigkleber und wir fangen nicht hier an der Seite an. Die macht ihr ganz zum Schluss. Wir fangen hier an diesem Dreieck an. Und zwar an den Klebelaschen der Dreiecke. Fangen wir an und wir setzen hier jetzt auf diese Klebelasche Flüssigkleber. Da müsst ihr aber darauf achten, nehmt nicht zu viel, damit es nicht rausquetscht. Aber auch nicht zu wenig, weil das muss gründlich bis an die Linie und bis in die Spitze kleben. Und das wird dann so angeklebt, sodass ich hier genau an der Kante diese Schräge bekomme. Und hier müsst ihr nämlich schön gründlich arbeiten. Also, ihr macht euch auf diese Klebelasche Flüssigkleber, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und setzt jetzt die nächste Dreieckseite, die keine Klebelasche hat, hier an die Klebelasche. Und zwar wirklich Kante an Kante, arbeitet hier sehr genau bitte, sodass ihr hier eine schöne Form bekommt. Ja, also wirklich hier, dass ihr hier einen schönen Übergang bekommt und dass das auch wirklich bis in diese, also diese Spitze hier, muss hier oben an der Spitze enden. Schön andrücken und dann könnt ihr das von innen mit dem Falzbein schön festdrücken. Okay, jetzt geht es hier zur nächsten Klebelasche. Die müsst ihr jetzt einmal neu umknicken, weil hier diese Spitze
von der anderen Klebelasche hier über die Falz geht. Das macht aber nichts. Einmal nach hinten knicken. So, und jetzt kommt hier der Flüssigkleber drauf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ihr fahrt jetzt hier wieder mit der nächsten Ecke fort. Schaut hier wirklich, dass ihr hier gut und gleichmäßig arbeitet, dass das hier schön Kante an Kante ist und Spitze in Spitze endet. Und dann von innen festdrücken. Also macht das wirklich in Ruhe, nehmt euch dafür Zeit, weil das ist hier wichtig, dass das ordentlich wird. Dann die nächste Klebelasche wieder knicken. Umso schöner und gleichmäßiger ihr hier arbeitet, lasst das ruhig auch erst ein bisschen anziehen, ne, bevor ihr es nach hinten knickt, dass es hier wirklich eben auch gut hält. So, wenn es dann angezogen ist, nach hinten knicken, dann kommt hier der nächste Flüssigkleber drauf und dann fortsetzen. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen Geduldarbeit. Zum Entspannen, sage ich immer. Also das ist wie Kolorieren oder Ausschneiden. Da kann man schön entspannen dabei. Also ich jedenfalls. Meistens hat man ja so ein bisschen Musik beim Basteln ange, was ich natürlich jetzt hier nicht habe, weil ich ja mit euch spreche und ihr mich ja hören müsst. So, jetzt wieder nach hinten knicken. Und das macht ihr wirklich durch bis zur letzten Ecke. So, der neue Mini-Katalog ist ja echt genial. Also ich bin ja total verliebt. Richtig, richtig schöne Sachen. Und ich habe schon wieder ganz viele Ideen im Kopf. Übrigens, während das hier geklebt wird und anzieht, ich mache am Freitag, den 15. September, abends um 19.30 Uhr, eine Katalogparty über Zoom. Wir treffen uns also über Zoom-Call. Und was heißt Katalogparty? Ich suche mir so 4, 5 Produkte aus dem Katalog aus, also Produktreihen, und zeige euch dann damit gebastelte Werke. Also ich stelle euch die Produkte vor, zeige die euch, die alle zu so einer Produktreihenkollektion gehören, und zeige euch dann von mir gebastelte Ideen dazu. Okay, also das wird interessant. Also ich möchte euch einfach damit zeigen, was man damit so alles Schönes machen kann. Natürlich kommt im Laufe des Jahres dann weiterhin Videos über YouTube, ganz klar, und Anleitungen. Und am Schluss dieser Katalogparty basteln wir dann noch gemeinsam ein kleines, einfaches Projekt. Das ist meistens eine Karte. Und dazu schicke ich euch vorab ein ganz kleines Mini-Materialpaket zu, bei dem ihr dann quasi mit mir zusammen schon mal ein erstes Projekt aus dem neuen Katalog basteln könnt. Also wer Lust hat, meldet euch gerne an unter meiner E-Mail-Adresse birgit@kreativstempel.com. Könnt ihr euch anmelden, schreibt ihr einfach in die E-Mail rein: ich möchte gerne an der Katalogparty am 15.09. teilnehmen. Und das geht nur über E-Mail, weil ich muss euch ja dann euren Link zuschicken für den Zoom-Call. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bei der letzten Klebelasche müsst ihr hier darauf achten, dass ihr die später für die Seite schon mal nach innen klappt und dann jetzt hier wirklich ganz genau nochmal das Ganze aneinander setzen, dass die Spitze oben schön wird. Das ist ein kleines bisschen friemelig, das letzte, aber es geht. Nehmt euch, wie gesagt, dafür Zeit. Schaut, dass es bis in die Spitze gut klebt, und dann drückt ihr es auch wieder hier von innen schön fest. Alles immer schön mit dem Falzbein festdrücken. Seht ihr es? Das hat jetzt nicht geklebt. Da muss ich nochmal nachhelfen hier. So. Gut. Wenn das dann klebt, also das Ende muss jetzt wirklich erstmal richtig gut hier kleben, dann können wir auch das Seitenteil zusammenkleben. Also das ist wirklich ein bisschen hier friemelig am Ende. Jetzt könnt ihr das Seitenteil hier ankleben. Dazu knickt ihr das hier nach innen. Macht euch jetzt hier Flüssigkleber drauf.
Und dann könnt ihr auch das hier befestigen. Und dann könnt ihr auch nochmal bei der Ecke schön nachjustieren und das Ganze schön festkleben. Okay, also das sollte hier wirklich schön übereinander liegen. Also lieber hier oben drauf achten, dass das hier schön passt. Also bei mir ist das hier etwas verschoben, weil ich hier nicht gut genug festgedrückt habe. Ich habe es hier irgendwie, ja, anscheinend. Also das ist wirklich wichtig, dass ihr das hier schön zusammenklebt, dass das hier nicht wieder auseinander geht, weil wenn nachher die Praline da drin ist, ne, ist das wirklich wichtig. Da habe ich ein bisschen zu viel Flüssigkleber gehabt bei der letzten und das ist immer noch nicht ganz trocken und dann ja, verrutscht das immer noch, weil das ja doch hier ein bisschen auf Spannung ist. So, aber jetzt ist es fertig und jetzt haben wir hier, von innen sieht es dann so aus, sieht man ja aber nachher nicht mehr und wie gesagt, drückt es hier schön fest bis in die Spitze. Falls jetzt hier das nicht ganz gleichmäßig übereinander ist, dann nehmt ihr hier einfach die Schere und schneidet das hier weg. Und dann sieht das kein Mensch mehr, dass ihr den geraden Rand hier oben wieder habt. Ne? Wichtig ist eben, dass es hier schön passt und ihr hier am Ende eine schönere Spitze habt wie ich. So, fertig. Jetzt ist unser Unterteil fertig. Jetzt kümmern wir uns hier um unseren Deckel. Dazu braucht ihr, wie gesagt, einen Streifen Designerpapier. Und zwar habe ich das eben verwendet aus dem Set Herrlich Herbstlich. Und das hat ein Maß von 13,6 x 3,2 cm. Und auch das müssen wir falzen. Alle Maße findet ihr ja nochmal auf meiner Homepage, ne? So, jetzt legen wir die 3,2 cm zuerst oben an und falzen hier einmal bei 1,5. Also die kurze Seite liegt oben und wir falzen bei 1,5 cm. Okay? So, und jetzt drehen wir das Ganze wieder auf die lange Seite und jetzt falzen wir alle 2,1 cm. Also die erste Falz bei 2,1. Ich blende euch das auch hier nochmal ein. Beim Designerpapier nicht zu fest beim Falzen zudrücken, nicht, dass euch das Designerpapier durchreißt. 2,1, die zweite Falz bei 4,2. Wie gesagt, alle Falzlinien blende ich nochmal ein. Bei 6,3. Also ihr seht, alle 2,1 cm, ne? 6,3, dann 8,4, 10,5 und die letzte bei 12,6 cm. So. Jetzt habt ihr hier wieder diese Klebelasche und ihr habt eine Seite, wo diese Dreiecke, die Rechtecke wieder etwas größer sind, das wird nach oben kommen, ja? Also, ihr falzt jetzt einmal komplett durch, einmal die Falzlinie an der kurzen Seite und dann alle Falzlinien hier an der langen Seite. Einmal durchgefalzt. So, und jetzt müsst ihr hier gucken. Also ein Rechteck ist etwas größer und das muss nach oben. Ja, das wird oben der Deckel. Das heißt also, die kleinere Seite wird unsere Klebelasche, also hier, wo dieses Rechteck, die kleineren sind, also die sind etwas in der Höhe kleiner als die anderen. Und das wird hier die Seite. Und daran kommt unsere Klebelasche. Das heißt also, ihr nehmt jetzt wieder die Seite, wo die kürzeren, die kleineren Rechtecke sind, schneidet hier einmal gerade ein, ja, und das könnt ihr leicht anschrägen, okay? So, und das hier schneiden wir weg und jetzt einfach hier bis zur Querfalz direkt an den Senkrechtfalzen alle Teile einschneiden. So, und dann wird das hier unser Deckel, der wird also hier an der Seite zusammengeklebt und das Ganze wird dann hier überlappend zum Deckel. Dafür solltet ihr euch zuerst diese Teile hier überlappen. Das heißt also, ihr legt die euch jetzt alle einmal so zurecht, dass sie
über dem anderen überlappen. Seht ihr das? So, okay. So überlappend legt ihr das zusammen. Wenn ihr das habt, dann tut ihr euch nämlich leichter, wenn ihr das jetzt hier zusammenklebt. Ihr klebt also jetzt hier diese Klebelasche fest. An der Seite. Und dann habt ihr den Deckel schon so ungefähr, wie er nachher sein soll. Okay? Also, diese seitliche Klebelasche hier festkleben. Und zwar schön Kante an Kante. Das bitte schön anziehen lassen und von innen festdrücken. Okay? So. Jetzt habt ihr hier diese kleinen Ecken, die wir gleich noch ein bisschen festkleben. Aber hier kommt noch das Schleifband oben rein. Und wir machen uns noch einen Kreis hier oben drauf, der das Ganze ein bisschen verstärkt und besser festhält. Dazu nehme ich mir nochmal dasselbe Designerpapier. Und ich habe mir hier die Kreisstanze 1¼ Inch genommen. Also euer Kreis muss ja... Ja, darf nicht mehr wie 3,5 cm Durchmesser haben. Wenn ihr diese Handstanze nicht mehr habt, die gibt es ja nicht mehr im Katalog, die hat eben jetzt hier so ein bisschen über 3 cm, dann nehmt ihr eine ganz normale Stanzform und kurbelt das mit der Maschine aus und macht euch einen Kreis, der so 3,5 cm hat oder ein bisschen kleiner ist. So, jetzt habe ich hier diesen Kreis und in den mache ich mir in die Mitte ein Loch. Das könnt ihr jetzt hier mit so einer Handstanze machen oder mit so einer Prickelnadel geht es auch. Ich mache das hier mit dieser kleinen Lochstanze und gucke hier ungefähr die Mitte. Ihr könnt euch die auch genau ausmessen und mache mir jetzt hier ein Loch rein. Okay, weil das kommt dann hier oben drauf. Dann brauche ich noch das Schleifenband zur Hand und da habe ich mir aus dem Doppelpack, was nämlich hier bei dieser Produktreihe dabei ist, da gibt es ein breites Band und hier dieses schmale, dieses wunderschöne kupferfarbene Band. Und da nehme ich mir jetzt ein kleines Stückchen, was ich mir doppelt lege. Macht es aber nicht zu kurz, weil sonst könnt ihr keinen Knoten mehr reinmachen. So, und mache mir jetzt hier eine Schlaufe und mache mir hier unten einen Knoten rein. Also das ist ein bisschen friemelig, weil man ja Band sparen will. Und dann schiebe ich mir den Knoten hier nach unten. Und ziehe mir das hier fest. Habe ich hier meine Schlaufe und diese Schlaufe muss nämlich dann hier noch hinein. So, jetzt legt ihr euch das erstmal alles zurecht und wenn ihr das vorbereitet habt, dann macht ihr Folgendes. An diese Ecken, die hier überlappen und die hier so ein bisschen überstehen, mache ich mir jetzt einen kleinen Klecks Flüssigkleber hier drunter. Ihr könntet das aber auch mit diesen kleinen Dingern machen, wenn ihr euch da leichter tut, dann könnt ihr aber nicht mehr ruckeln. Deswegen nehme ich lieber Flüssigkleber. Wenn da jetzt ein bisschen was rausquetscht, macht das auch nichts, weil nachher kommt der Kreis da drauf. Also hier unten drunter mache ich mir jetzt ein bisschen Flüssigkleber, weil ihr seht nämlich, das verschiebt sich nämlich hier immer zu und dann könnt ihr diese Form nicht mehr herstellen, wenn ihr das mit diesen kleinen Glue Dots macht, weil dann pappt das schon fest. So, jetzt nehme ich mir hier meine Schleife, schiebe mir die von unten durch, vorsichtig, nicht, dass mir das jetzt hier aufgeht, ja, schiebe mir das jetzt hier durch und jetzt tue ich mir das hier in die Form schon mal schieben, wie das sein soll, dass ich schon mal hier diese schöne, gleichmäßige Form habe und jetzt fädel ich mir hier oben noch den Kreis durch, mache aber vorher auf die Rückseite noch Flüssigkleber. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Jetzt tue ich das hier so ein bisschen zusammenschieben und dann schiebe ich mir meine Schleife hier durch das Loch und mache meine ganzen Finger voller Kleber und schiebe das jetzt bis unten durch. Und dann richte ich mir meine Box hier nochmal schön, dass die eine schöne, schöne, schöne Form hat. Und dann drücke ich mir das hier von innen fest. So, achtet immer wieder drauf, dass ihr hier diese Form hinbekommt, dass ihr ein schönes Sechseck hier bekommt. Ihr könntet es auch zur Not hier gleich draufsetzen und dann festdrücken, dann tut ihr euch vielleicht leichter, ja, bis es so ein bisschen angezogen hat.
drückt ihr das hier schön fest. Und wenn es dann, ihr seht, es ist noch nicht ganz fest, dann könnt ihr es euch so hinstellen. Ich muss das hier nochmal ein Stückchen durchziehen. So, bis mein Knoten kommt. Und dann kann ich mir das hier nochmal festdrücken. Ihr könntet auch von innen noch einen Kreis hinmachen. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Ja? Okay? Also hier schön drauf achten, dass das hier alles schön eine schöne, gleichmäßige, sechseckige Form bekommt, das Ganze. Und dann eben auch schön hält. Und wenn das dann passt, dann ist euer Deckel fertig. Okay? So, ihr könnt jetzt auch ohne den Kreis machen, aber das war mir einfach zu instabil. Ja? Also so hat das die Kollegin gemacht, aber mir war das zu instabil, gerade weil ich mich ja hier oben jetzt auch für das Designerpapier entschieden habe und nicht für Farbkarton. Ihr könntet natürlich auch beides aus Farbkarton machen und vielleicht die Seitenteile ein bisschen mit Designerpapier verzieren, ist mir aber einfach zu klein und zu friemelig dann. Ne? So, jetzt kommen wir zur Verzierung. Da habe ich hier, das ist ja ein Set zum Ruhestand, was ich gemacht habe. Ne? Alles Gute zum Ruhestand steht auf der Karte. Und hier habe ich jetzt hier Willkommen im goldenen Ruhestand. Und zwar ist das Bestandteil von dem tollen Stempelset, was ihr hier seht, was hier eben zu dieser Produktreihe gehört. Da gibt es das schöne Stempelset und die passenden Stanzformen dazu. Bekommt ihr wieder als Bundle 10% günstiger. Und ich habe hier damit gearbeitet. Ich habe mir auf einen braunen Farbkarton, ebenfalls in Kupferbraun, Willkommen in Faungrün gestempelt. Das schneiden wir dann gleich zusammen aus. Dann habe ich mir auf einen vanillepurfarbenen Farbkarton im goldenen Ruhestand das auch in Faungrün gestempelt und dann gibt es hier dieses schöne Etikett, dieses kleine schmale. Dann habe ich mir natürlich Blätter gestanzt und zwar einmal habe ich mir dieses Blatt hier gestanzt und zwar stammt das aus der Folie Spezialpapier Schillernd Schön. Da haben wir hier diese schöne champagnerfarbene Folie und dann habe ich mir das gleiche das gleiche Blatt noch einmal auch in Olivgrün ausgestanzt und dann setzen wir das jetzt einmal zusammen und zwar habe ich mir das so aufeinander geklebt. Das heißt, ich habe jetzt hier unten ein Stückchen Abreißklebeband hingeklebt, weil auf diesem Glitzerpapier ja, ist das mit Flüssigkleber immer so ein bisschen so eine Sache. Das dauert lang, bis es anzieht und wenn es dann verrutscht, habe ich lauter matte Stellen auf meinem Papier. Deswegen mache ich das hier mit Abreißklebeband. Ich klebe also hier ein Stückchen an den unteren Rand, damit ich mir das Blatt hier so versetzt dazu kleben kann. So. Jetzt nehme ich mir eine Kordel und zwar stammt die hier aus dem Set, aus dem Jahreskatalog Kordel Basics im Set. Da könnt ihr entweder hier die Savannefarbene oder die Vanillepurfarbene nehmen. Ich habe jetzt hier die Savannefarbene genommen und mache jetzt folgendes. Ich wickel mir das jetzt hier einmal drum. Mache jetzt hier einen Knoten hinten rein an diese Stiele und dann drehe ich es nach vorne und mache mir hier eine schöne Schleife dran. So. Ziehe mir das hier schön fest und dann kürze ich mir natürlich die Kordel ein bisschen ein. Na? So. Und das obere Stück kann ich auch ein bisschen einkürzen. So, dann habe ich hier mein Schleifenband und jetzt, ihr seht es hier, kommen noch diese beiden Sprüche zum Einsatz. Das heißt, ich schneide hier das Willkommen einfach ganz grob direkt an der Schrift außenrum gewellt aus. So bekomme ich hier einen schönen schmalen Spruch, sage ich jetzt mal. Und das muss ja nicht immer ausgestanzt sein mit diesen Stanzformen, dann mache ich hier auf die Rückseite Dimensionals und zwar nehme ich mir für ganz vorne einmal ein großes Dimensional und dann mache ich weiter mit kleinen und hier hinten brauche ich nur ein halbes, weil das ist hier ziemlich schmal. So.
dann, bevor ich es festklebe, tue ich es mir erstmal so aufsetzen. Und das zweite, da nehme ich mir dann hier für dieses ganz schmale, jetzt klebt es an meiner Schere fest. So. Übrigens, kleiner Tipp, ihr solltet immer eine extra Schere für Kleber und Pads zerschneiden nehmen, nicht die Papierschere verwenden. Sonst macht ihr euch die Schere stumpf. So. Und jetzt kann ich das hier aufkleben, indem ich jetzt die Trägerfolien hinten abmache und klebe mir das jetzt hier so drauf. So. Hoppala. Dann habe ich hier das Schleifenband im Hintergrund und kann mir jetzt hier auf meine Verpackung. Übrigens solltet ihr hier drauf achten, dass ihr hier diese, wir haben ja hier eine Klebe, wo ist sie denn? Oh, ich habe so gut geklebt, dass man sie gar nicht sieht. Und auch hier oben. Und das mache ich am besten nach hinten. So, und dann habe ich hier meine Vorderseite, meine schöne Vorderseite. Und dann klebe ich mir das hier oben drauf. Das heißt, ihr müsst jetzt hier erstmal gucken, wo können denn hier Klebepads hin. Also mache ich mir jetzt hier ein Klebepad hin, ein großes und ein kleines. Obwohl, da könnten auch zwei große hin, egal. Und dann kann ich mir das nämlich hier auf die Verpackung kleben. Und zwar klebe ich mir das hier so kurz vor das Schleifenband. Und dann sieht das hier so aus, als hätte meine Eichel hier ein schönes Blatt. Und das ist gleichzeitig mein kleiner Spruch. Ja, also ich fand diese kleinen Verpackungen zuckersüß, die haben mir so gut gefallen. Deswegen wollte ich sie mit euch basteln. Bei der Karte seht ihr, hier habe ich auf Pfauengrün diese wunderschönen Stanzformen verwendet. Die stanzen nämlich dieses Muster als Hintergrund. Und das fand ich sehr schön hier auf dieser Karte und habe dann hier, dieses Blatt ist übrigens gestempelt. Wo ist mein Stempelset? Und zwar mit diesem Stempel. Und den habe ich mir aber nicht normal ins Stempelkissen getupft, sondern mit Fingerschwämmchen eingefärbt. Hier oben mit Pfauengrün und in der Mitte mit Olivgrün und hier wieder mit Pfauengrün. Und so bekommt ihr eben diese bunten Blätter. Ne? Und dann natürlich auch noch Blätter ausgestanzt. Hier in Vanille pur und nochmal in Kupferbraun. Hier habe ich Designerpapierreste im Hintergrund und das habe ich mich inspirieren lassen aus dem Katalog, weil da ist nämlich so eine ähnliche Karte drin. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte jetzt nochmal um mich bei euch zu verabschieden. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier bis zum Schluss dabei geblieben seid und mit mir diese schönen kleinen Goodies gewerkelt habt. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Alle Kontaktdaten findet ihr unter diesem Video. Wenn ihr gerne die dazu benötigten Produkte bestellen möchtet, könnt ihr das gerne bei mir tun. Ich bin ja Stampin' Up! Demonstratorin. Ihr findet alle Links hier unter dem Video in der Infobox oder auch auf meiner Homepage. Da findet ihr den Link ganz oben als allererstes. Da auch nochmal alle Maße, wie ich vorhin schon im Video erwähnt hatte. Ja, und ich würde mich natürlich wie immer riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ganz besonders über einen lieben Kommentar von euch, denn damit unterstützt ihr mich hier bei YouTube, sodass ich ja noch von vielen anderen Bastelbegeisterten gesehen werde und ja, das würde mich natürlich ganz toll freuen. Ich danke euch, bleibt alle schön gesund, wir sehen uns im nächsten kreativen Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Birgit. Tschüss!